Als Tabellenführer der Bundesliga lud die Wiener Austria letzte Woche ihre Fans zum Fantalk in den Get Violet Megastore ein. Gäste waren Trainer Thorsten Fink und Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Der Andrang war entsprechend groß. Ja, der Andrang ist deswegen positiv für uns, weil wir sehen, dass das Interesse steigend ist. Natürlich in erster Linie aufgrund der letzten Ergebnisse. Und das freut uns natürlich und ich hoffe, es geht so weiter. Wir bleiben ruhig in unserer Arbeit, das ist klar. Wir haben noch viel vor, jetzt noch im Herbst mit den 5 sehr wichtigen Spielen. Und wir bleiben schön ruhig und fleißig beim Weitermachen. Ich freue mich, dass Fans auch sehen, dass insgesamt im Team, in der Mannschaft und im Verein jetzt gute Arbeit abgeliefert wird, unabhängig vom Trainer, sondern alle arbeiten daran, dass wir Erfolg haben, dass wir ein Team sind, Teamwork zeigen, Fans und Mannschaft zusammen, auch wenn man mal nicht so gut spielt und an unsere Stärken auch glaubt. Und das fühlt man im Moment und das war auch wichtig, dass wir jetzt diese Punktzahl erreichen im Moment, um auch den Rückenwind zu haben und dass Fans wirklich dahinter stehen und das sieht man einfach. Ich bin ja lieber unter den Fans, wo es emotional wird und wo man mal heiß diskutieren kann, als wie in einem ruhigen Kino. Das interessiert mich eigentlich nicht. Also das gefällt mir am meisten. Das ist ja auch gut, wenn man mit Leidenschaft dabei ist und dass man, wie gesagt, auch unzufrieden sein darf, wenn es mal nicht läuft. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, wir spielen im Moment eine gute Saison und wollen jetzt nicht an anderes denken. Zur Feier der Tabellenführung präsentierte Winzer Robert Goldenitz einen edlen Tropfen, der Trainer Thorsten Fink gewidmet ist. Der Wein wurde natürlich gleich verkostet. Das ist ganz was Neues, habe ich auch noch nie gehabt. Also ich freue mich total, das ist eine große Ehre. Und habe gerade schon mal probiert, das ist ein super Wein. Also ja, könnte ich noch ein paar Flaschen gebrauchen. Ist ein Rotweinfreund? Ich trinke gerne Rotwein, ja. Ich bin eigentlich ein Biertrinker, wenn ich schon Alkohol trinke, so am Abend. Aber Rotwein zum Essen ist was Wunderbares. Wie würdest du ihn beschreiben? Poch, ich bin jetzt nicht der große Rotweinkenner, ist ja ein trockener Wein. Gut im Abgang und passt wunderbar zum schönen Steak.